Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tales of Berseria. Ja. Wir sind auf der Suche. Wir schauen, dass wir ins Innere kommen. Wir suchen nicht, wir schauen. Oh, du gehst mir aber auch um Zwirn, ey. Mein Gott. Die sind voll schnell. Und damit nerven die mich. Feuerattacke! Ah. Verstehe. Warum machst du ein Erdbeben? Das bringt gar nichts. Mach ein paar Feuerbälle oder so. Oder mach Donnerblitz. Mach Pikachu-Style. Klamotten, die du anhast, sehen aus wie Karneval. Zieh die mal vernünftig an. Ui. Ja, eigentlich schon, aber du bist gerade voll abgegangen. Da war ich ein bisschen verwirrt. Ja, wir müssen jetzt erstmal nach rechts abbiegen. Oh mein Gott. Ah, Freunde, schaffen wir das? Werden wir überleben, werden wir sterben? Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber wir nehmen uns der Gefahr an. Bum, 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 bum. Ja, Mann, ich habe mich immer rechtzeitig verteidigt. Ey, kriege ich jetzt eine 1 hier im Unterricht? Hinterkopf. Hinterkopf bedeutet Hinterkopf. Naja. Hinterkopf! Nackenschläge! Ich weiß gar nicht, warum das gerade so leckt. Das geht mir jetzt gerade schon wieder gewaltig auf den Arsch, ne? Ich verstehe es gerade nicht. Entschuldigung, Freunde. Ich weiß nicht, warum diese Mini-Lags kommen. Es gibt keinerlei Grund dazu. Das Aufnahmeprogramm verbraucht nicht so viel CPU. Gib's zu, du bist nur angepisst. Puff, auseinandergeplatzt. Wäre cool, wenn ich das selber kontrollieren könnte. Wann welches Monster wie eingesaugt wird. Voraussetzung muss es halb leer, halb tot haben oder so und dann. Und dann geht's richtig ab. Das wäre echt cool gewesen. Hätte ich hart gefeiert, wenn es das geben würde. Außerdem wusste ich natürlich, dass es hier eine Truhe gibt. Nur deswegen sind wir hier am Ende lang gelaufen. Ja. Und wir müssten Kopfgeld wieder kriegen eigentlich, ne? Hui. Geh mir nicht auf den Sackle. Okay, Eisenkraut. Münzen. Ich weiß zwar nicht, wo hier noch eine Truhe sein soll. Ah gut, kann sich hier hinten irgendwo noch überall verstecken. Ja gut, die suchen wir dann beim nächsten Mal. Vermutlich, oder auch nicht. Okay, hier sollen wir also auch hin. Alles klar. Perfekt, hat doch funktioniert. Das war mein Plan. Ich wollte nicht ausweichen. Nein, Freunde. Ich weiche doch nie aus den Gegnern. Weißt du doch. So.
Eigentlich schon, aber er hat nicht funktioniert. Egal, aber dafür ein gefährliches Treffen. Boah, hast gesehen, der wollte weg und dann so, boah, hat die Hand ihn gepackt. Halt die Schnude! Denkt ihr, könnt mich hier einmal mal ausnocken? Genau, macht die mal weg da. Oh, hat noch nicht mal gereicht. Bounce! Seitenplatscher! Du stehst mir im Weg, aber ist schon... Zweit ja eh mit deinem Leben, also ist schon okay. So, du bist jetzt auch mal ganz ruhig, weil du gehst mir auch schon ein bisschen hart auf die Eier. Double Haze, höre ich die ganze Zeit. Yeah. Nachher wird Pizza bestellt. This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. The sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it takes every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Ich muss jetzt mal nachschauen. Wegen Map und so. R. Nein, nein, nein! Ich verstehe diese Karte nicht. Ich gebe natürlich nicht auf, hier überall lang zu laufen. Das sind sie, die Korallen. Heftigste Attacke, der Booty Shake. Müssen wir nach unten oder nach oben? Mann, die gehen mir echt auf den Sack, ne? Ich versuche hier gerade professionell zu sein, ja? Eine richtige Professionelle hier zu machen. Für Low Budget, ja?
Und was habe ich davon? Ich verlaufe mich am Ende wieder, nur weil ich nicht dahin komme, wo ich hin will. Ich habe das Gefühl, ich sollte nach oben laufen. Also laufe ich gleich nach oben. Fertig. Geht immer irgendwie, egal wie, Hauptsache es geht. Ihr seid nicht gut zu vögeln, ihr seid lästig zu ficken. Mann. Ich bin schneller, ich laufe schon vor und ich laufe seitlich weiter. Blablabla. Na, steht ja auch auf Käfer. Schreibt sie mir mal in die Kommentare. Sich doch verarscht. Man to man. Come on, let's live the dream. Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Luffy said. All right, show me the bug. Ja, toll. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad. A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Lafayette. He's already volunteered. I can do this? Just watch. This smell is the most bad thing that ever bad in it. Like he's having a bad dream. Und was sagt uns das? Man sollte nicht an allem schnüffeln.
Oh, warte, da war was. Hehe. Zeit ist schon wieder um. Wahnsinn. Anyway, oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa! Really? Seared into its batter are precious bits of knowledge. Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible! He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Moggy Lou! That's really cool! There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Wanna take a closer look? Boy, would I! If you really do, then say, Moggy Lou, I want to get to know you better! Moggy Lou, I want to get to know you better! All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Lafayette? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Moggy Lou, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. Alles klärchen im Puppärchen. No. Don't touch me. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeit ging wahnsinnig schnell rum. Wir sind weitergekommen. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe jetzt die Karte mehrmals geöffnet, habe mehrfach nachgeguckt. Ich hoffe, das ist der White Way. Nicht der falsche Weg. Bis zum nächsten Mal. Euer Sweet One Web. Ciao.